Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Evangelium, heute am Fest der Geburt von der Mutter Gottes. Wir betrachten heute diese Worte: Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Doch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Heute feiern wir das Geburtsfest, den Geburtstag von Maria, der Mutter Jesu. Am Kreuz hat Jesus sie, uns, zur Mutter gegeben mit den Worten: Siehe, deine Mutter. Da es ein schöner Brauch ist, das Geburtstagskind zu beschenken, überlege ich mir heute, was ich meiner Himmelsmama schenken könnte. Dabei kamen mir diese drei Gedanken. Maria ragt unter allen Menschen hervor, da sie auf besonders tiefe Weise Jesus nachgefolgt ist, als hörende Jungfrau, als betende Jungfrau und als opfernde Jungfrau. Niemand hörte so innig auf das Wort Jesu und bewahrte es so tief im Herzen wie Maria. Niemand führt ein tieferes Gebetsleben als Maria, wobei sie in ihrer großen Bedrängnis, als Josef sie verlassen wollte, bereits das Magnificat sang und Gott für sein wunderbares Eingreifen lobte. Niemand übertraf sie in ihrem Fiat, ihrer Ganzhingabe an den Willen Gottes. Und das nicht nur in Nazareth bei der Verkündigung, sondern auch unter dem Kreuz auf Golgotha. Als Geburtstagsgeschenk an Maria habe ich mir das ausgedacht. Erstens, gerne will ich mir täglich 10 Minuten Zeit nehmen, um so wie sie das Wort Gottes ganz tief in mich aufzunehmen. Zweitens, in schweren Stunden will ich Gott Lob preisen für das Wunderbare, was er aus Leid und Kummer entstehen lässt. Und drittens, heute will ich mein Ja zu meinem Ordensstand, meinen Gelübden erneuern und lade euch ein, euer Ja zu eurem Stand zu erneuern, sei es der Ehe, der Priester, der Ordens oder der Witwenstand. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar. Und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Liebe Mutter Gottes, heute an deinem Geburtstag verschenkst du besondere Geschenke. So bringe ich dir all die vielen Kranken, die Leidenden, die Bedrängten, dass du sie aufrichtest, dass du ihnen hilfst. Ich bringe dir auch die vielen Mütter, die sich ein Kind wünschen, dass du ihnen hilfst, Mutter zu werden und ihre Kinder im christlichen Glauben gut zu erziehen. Und so bitte ich dich auf deine Fürsprache um Hilfe für alle, die Hilfe brauchen. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, heute besonders auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Krankheiten, Leiden und Bedrängnissen befreien und heilen. Wie es Gott gefällt, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zum Ruhm und zur Ehre des hochheiligen Namens unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf deine Wohnung, auf deine Arbeit und bleibe immer da bei dir. Amen. Und so wünsche ich euch einen wunderschönen Geburtstag der Mutter Gottes.